Amen. Als Gottes Wort für unseren heutigen Ostersonntag lesen wir miteinander Matthäus 28, die Verse 1 bis 10. Matthäus 28, 1 bis 10. Wir müssen, anders als die revidierte Elberfelder wiedergibt, spät am Sabbat sagen, nach dem Sabbat, denn nicht mehr am Sabbat, sondern am ersten Tag der Woche ist die Auferstehung geschehen, wie es dann der zweite Teil auch sagt, in der Dämmerung des ersten Wochentages. Also der jüdische Tag geht ja vom Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang, und hier beginnt mit dem Sonnenaufgang, beginnen nun die neuen Ereignisse der Dämmerung des ersten Wochentags. Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und sehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel hernieder, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden. Wie er gesagt hat, kommt her, seht die Stätte, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell von der Gruft hinweg mit Furcht und großer Freude und liefen, es seinen Jüngern zu verkünden. Als sie aber hingingen, es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da kam Jesus ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten herzu, umfassten seine Füße, warfen sich vor ihm nieder. Da spricht Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa, und dort werden sie mich sehen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, vor rund 50 Jahren erfand der Lüdenscheider Pfarrer Paul Deitenbeck den legendär gewordenen Anstecker mit der schlichten Botschaft, Jesus lebt. Wenn wir genau hingucken, dann sehen wir, er hat ihn auch selber gerne getragen, da am Revers hat er ihn. Ich habe den Anstecker nochmal etwas größer drunter gehängt. Er ist wirklich legendär. Ich habe nochmal im Internet ein bisschen recherchiert. Also überall, wo Paul Deitenbeck erwähnt wird, findet auch der Jesus lebt Anstecker Erwähnung. Nicht nur da, auch Klaus-Jürgen Diehl, der offensichtlich ein Vikar oder ähnliches von Paul Deitenbeck war. Bei seinem Hinweis auf die Biografie wird erwähnt, dass Paul Deitenbeck wohl sein geistlicher Vater war, der Erfinder des Jesus-Lebt-Ansteckers. Also dieser Hinweis fehlt fast nirgends. Nachdem er andernorts nicht mehr aufgelegt wurde, haben wir als Gemeinde nun die Auflage dieses Jesus-Lebt-Ansteckers übernommen, und die Nachfrage hält nach 50 Jahren immer noch an. Was ist so Besonderes an diesem Anstecker mit der schlichten Aussage, Jesus lebt? Wie kann es ein solches Steckerchen zu einer derartigen Berühmtheit schaffen? Jesus lebt. Viele leben. Wir alle, die wir heute Morgen hier sind, leben. Millionen, Milliarden Menschen leben. Was ist das Besondere daran, dass diese schlichte Botschaft, Jesus lebt, so Furore macht? Weil diese Botschaft bei Licht betrachtet eben ganz und gar nicht schlicht ist. Es ist vielmehr die bedeutendste Botschaft der Welt. Jesus war gekreuzigt worden, Jesus war unzweifelhaft gestorben, Jesus war zumindest menschlich betrachtet mausetot. Und damit es auch über Ostern hinaus so bleibt, wurde seine Leiche nicht nur in ein Grab gebracht, das Grab wurde verschlossen, versiegelt und bewacht. So ähnlich durfte das damals ausgesehen haben.
standen die römischen Soldaten davor. Das hatten wir am Karfreitag vorgestern unter dem Thema Verschlusssache Jesus näher betrachtet. Schließlich hatte die jüdische Führung den Tod Jesu von langer Hand geplant. Sie hatte ihn mit aller hinterhältigen Raffinesse eingeleitet. Sie hat ihr Ziel erreicht. Da wollten sie sich doch die Butter nicht mehr vom Brot, den Erfolg nicht mehr in Frage stellen lassen. Sollte für die Nachwelt nicht der geringste Zweifel aufkommen, dieser Jesus ist tot. Und das bleibt er auch für Zeit und Ewigkeit. Aber dann geschah das Unfassbare, diesen Jesus konnte der Tod nicht halten. Der, den sie den Römern ans Messer geliefert hatten, den sie fein säuberlich hatten abservieren lassen, den hat Gott auferweckt. Und das war nicht nur für die Obersten der Juden damals ein Ärgernis, sondern bis zum heutigen Tag bleibt das ein Ärgernis für viele. Warum gerade für die Juden damals? Sie hatten Jesus aus Neid sehr schnell abgelehnt. Alle Welt lief ihm nach, sie nicht. Erst kürzlich hatten wir im Bibelgesprächskreis noch einen weiteren Grund gefunden. Auch die Pharisäer, die eigentlich in der Treue zum Wort nah bei Jesus waren, konnten Jesus schwerlich als den Messias anerkennen. Obwohl er die Zeichen des Messias tat und die Verheißungen des Alten Testaments auf den Messias hin sich eindeutig in ihm erfüllt haben. Ich weise immer wieder darauf hin, auch wenn wir besonders Johannesevangelium, aber auch die anderen Evangelien lesen, wir merken im Grunde mindestens die Pharisäer wussten ganz genau, dass Jesus der Messias ist. Und trotzdem haben sie ihn abgelehnt. Warum? Weil sie bis dahin wohl seit Jahrhunderten die führenden Schriftausleger waren. Und sie haben zum Gebot Gottes enorm enge menschliche Satzungen erlassen, Sabbatfrage, viele andere Dinge, das hatten wir im Bibelgesprächspreis, Fasten und anderes. Sie haben jede Menge zusätzliche Lasten den Menschen auferlegt und da hat Jesus nicht mitgemacht. Er hat als der Messias ihre jahrhundertealte Auslegung der Gesetze Gottes nicht akzeptiert, sondern widersprochen. Wenn sie Jesus als den Messias akzeptiert hätten, hätten sie sich unter die Autorität des Messias beugen müssen, sie hätten Buße tun müssen und sagen, liebes jüdische Volk, wir haben euch seit Jahrhunderten überfrachtet mit unnötigen Geboten, tut uns leid. Dazu waren sie zu stolz, dann blieb nur Jesus abzulehnen, wieder besseres Wissen. So haben sie lieber Jesus wegen Gotteslästerung zum Tod verurteilt, den eigenen Messias wissentlich und willentlich Pilatus ausgeliefert. Und es brauchte dazu einen Mengendruck von ihnen, aber schließlich hatten sie es durchgesetzt, die hohen Priester und die Pharisäer. Und jetzt sollten sie anerkennen, dass Jesus doch kein Gotteslästerer ist, sondern der von Gott gesandte Erlöser, um keinen Preis. Es wäre ja noch schöner, wenn sie sich von Gott nötigen lassen würden, ihren Kurs zu wechseln, auch wenn der noch so falsch ist. Und deshalb wird das Grab bewacht und versiegelt. Nur diesen Jesus auf gar keinen Fall da wieder rauslassen. Wir halten Kurs, wie auf der Titanic, Eisberg, wir kommen. Mach dich bereit, was dabei rauskommt. Das wissen wir, als die Titanic am 2. April 1912 ihre erste Fahrt antrat, war sie mit 269 Meter Länge das größte Schiff der damaligen Welt. Sie galt als unsinkbar und genau dieser Hochmut wurde ihr zum Verhängnis. Am 14. April 1912, 12 Tage nachdem sie das erste Mal in See gestochen war, trieb ein Eisberg auf der Route der Titanic. Jetzt hätte man ausweichen können. Der Ozean war groß genug. Es hätte Platz am Eisberg vorbeigegeben. Aber wozu? Schließlich war die Titanic unsinkbar. Und so ein Riesenschiff hat einen Riesenwendekreis. Es macht Mühe. Man hätte vielleicht Zeit verloren. Wegen so eines lächerlichen Eisbergs lassen wir uns doch nicht vom eingeschlagenen Kurs abbringen.
Also gab der Kapitän das Kommando volle Kraft voraus. Wir halten Kurs. Und kurz vor Mitternacht prallte die Titanic auf den Eisberg. Wer war da wohl stärker? Die Titanic war es jedenfalls nicht. Innerhalb von 2 Stunden und 40 Minuten war sie gesunken. Und mit ihr rund 1500 von 2200 Personen an Bord. Es war eine der größten Katastrophen in der Geschichte der Seefahrt. Und heute liegt das Wrack der Titanic in einer Tiefe von 3800 Metern auf dem Meeresgrund. Das kommt dabei raus, wenn der Mensch meint, er könne uneinsichtig am eingeschlagenen Kurs festhalten. Als wäre er der Herr aller Dinge, als wäre er unsinkbar. Das ist genau das Problem an der Tatsache, dass Jesus lebt. Der auferstandene Herr, die Botschaft, Jesus lebt, das ist so etwas wie dieser Eisberg, der unseren Lebensweg kreuzt, wie damals den Kurs der Titanic. Und dieser Eisberg trägt die Aufschrift, ich bin der Herr, ich bin der Herr. Du sollst mir dein Leben anvertrauen. Im anderen Fall wirst du an deiner Sünde zerschellen und auf den Grund der ewigen Verdammnis sinken. Und dann liegt dein Lebensschifflein in Ewigkeit mit da unten beim Wrack der Titanic, bildlich gesprochen. Aber diese Botschaft gefällt vielen Menschen nicht. Ich bin der Herr. Du musst deinen Kurs ändern. Und deshalb wird die Auferstehung von vielen weggeredet. Denn wenn Jesus nicht lebt, dann kann ich mir weiterhin einbilden, ich sei der Herr meines Lebens und ich könne eigenmächtig den Kurs meines Lebens bestimmen und wäre niemandem Rechenschaft schuldig. Dieser Wunsch ist der Urtrieb des in Sünde gefallenen Menschen. Ich habe es vielleicht schon mal erzählt, dass wir das im eigenen Haus sehr eindrücklich am Kinderbett erlebt haben. Ich werde das nie vergessen. Die Kinder waren im Bett, sollten ruhig sein und schlafen. Die Szene kennen Eltern wahrscheinlich alle zur Genüge. Und eines von unseren Kindern wollte nicht. Keck schaute das Näslein unter der Bettdecke hervor und eine zarte, aber energische Kinderstimme verkündete mit voller Widerspruchsgeist blitzenden Äuglein, hier bestimme ich, hier bin ich der Chef. Nach dem Motto, my home is my castle, mein Gitterbett ist mein Reich, da haben die Eltern nichts zu sagen. Hier bestimme ich, hier bin ich der Chef. Im Grund geht das doch fast jedem so. Fast jeder will irgendwo der Chef sein. Und sei die Einflusssphäre noch so gering. Das ist ja auch der wesentliche Grund für so viel Unfrieden zwischen den Menschen, sei es in den Familien, in der Politik, in den Parteien, am Arbeitsplatz, wie auch in christlichen Gemeinden. Wie friedlich und schön könnte es auf der Welt sein, wenn es nicht darum ginge, Machtansprüche durchzusetzen, Einflusssphären zu sichern, sondern einfach zum Wohl des Nächsten, zum Wohl der Familie, zum Wohl des Volkes da zu sein. Und genau das ist das Problem von Ostern. Wenn Jesus auferstanden ist, dann ist er der Chef. Und zwar nicht der Chef von irgendwas, dann ist er der Chef vom Ganzen. Auch der Chef meines Lebens, ob mir das passt oder nicht. Da prallen Realität und Illusion, werden das noch weitersehen, sehr hart aufeinander. Ob es mir passt oder nicht. Und deshalb erklären ihn viele lieber für tot. Wenn Jesus auferstanden ist, ist er der Herr. Damit kommen wir nochmal zu diesem Jesus-Lebt-Anstecker zurück. Was war damals der Grund, solch eine Anstecknadel herzustellen? In den 60er Jahren wurde auf einmal die Auseinandersetzung um den Theologen Rudolf Bultmann geführt. Der hatte schon 1941 einen Vortrag gehalten, in dem er die Auferstehung Jesu leugnete.
Damals ging das weitgehend unter. Man war mitten im Krieg 1941. Die Menschen hatten andere Ideen, andere Probleme, als sich mit spinnenden theologischen Ideen rumzuschlagen. Aber irgendwann mal war Gott sei Dank der Krieg vorbei. Das Wirtschaftswunder blühte. Und wie sagt das Sprichwort, wenn der Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis. Und das taten viele Theologen. Ihr Eis hieß Rudolf Bultmann und seine Theologie. Bultmann hielt, wie es damals Mode war und schon im Lauf des 19. Jahrhunderts mehr und mehr Mode geworden war, die menschliche Vernunft für das Maß aller Dinge. Was wir uns nicht vorstellen können, das kann es nicht geben. Die Wunder Jesu, vor allem seine Auferstehung, das können alles nur Mythen sein. Und damals, berühmtes Stichwort, Entmythologisierung der Bibel, das war die Mythen rausnehmen. Alles nicht wirklich passiert, macht aber nichts, wichtig ist, dass wir trotzdem dran glauben. Wenn man verstehen will, was seit den 60, 70 Jahren in unseren Kirchen und leider mittlerweile auch in unseren Freikirchen abgeht, einschließlich in unserem Nochbund, dann kommt man an Rudolf Bultmann und seiner Entmythologisierungstheologie nicht wirklich vorbei. Es ist nichts anderes, was seither geschieht, als die konsequente Umsetzung dessen, was Rudolf Bultmann gelehrt hat. Wir wissen, Jungfrauengeburt, Totenauferweckung, sonstige Wunder kann es nicht geben, widerspricht der Vernunft. Somit letztlich auch keinen Gott. Das haben sie natürlich nicht gesagt. Aber das ist die logische Konsequenz. Denn was wäre das für ein Gott, der all das nicht kann? Das ist eine lächerliche Figur. Also, letztlich ist eine Gott-ist-Tot-Theologie. Aber wir glauben trotzdem an ihn. Wer bis hierher mitgedacht hat, der fragt erstaunt, ja, an was glaubt ihr denn dann? Gott, Jesus, sein Wort, seine Wunder, seine Verheißungen können es dann ja wohl nicht sein. Richtig, im Grunde glauben sie an nichts. Nur wissen sie dieses Nichts meisterhaft durch fromm klingende Worte zu verschleiern, das ist das Problem. Deshalb kommt man ihnen so schlecht auf die Schliche. Im Grunde glauben sie an nichts. Weil man keine Glaubensinhalte mehr hatte, konnte man zuerst eine Ökumene mit der römisch-katholischen Kirche eingehen und in dieser bereits zahlreiche christliche biblische Inhalte aufgeben. Man hatte sie ja sowieso nicht mehr. Heute kann man für den Islam werben. Viele Christen, bibeltreue Leute, reiben sich verwundert, die Augen geraten in Rage. Passiert mir schon lange nicht mehr, wenn sie sehen, wie Bedford Strom und andere für den Islam werben. Wundert mich gar nicht. Sie haben ja keine Inhalte mehr. Die können alles machen. Man kann dann auch für den Islam werben, für die wohl christenfeindlichste Religion der Welt, weil sie die Werte des Christentums schon vor Jahrzehnten aufgegeben haben. Diese Kirchen, leider zunehmend auch die Freikirchen, stehen im Grunde für nichts mehr, außer für sich selbst. Sie verwalten ihren Unglauben, ihr Geld und ihre Strukturen. Wieder ist's der Streit ums Chefsein, wenn auch auf eine ganz feine und verborgene Weise. Jetzt hängt das ganze Christsein, auch das Herrsein Jesu, woran? Nicht mehr an den objektiven Heilstatsachen. Darum geht's. Denn objektive Heilstatsachen gelten auch dann, wenn ich nicht daran glaube. Aber nach Bultmann hängt alles an meinem Glauben. Wenn ich nicht mehr glaube, ist Gott tot. Er lebt eigentlich nur durch meinen Glauben. Ich weise auch immer wieder darauf hin, achtet mal bei Reden von Kirchenleuten drauf, wie oft sie von ihrem Glauben, von unserem Glauben, vom Glauben der Kirche und von der Kraft des Glaubens reden und so weiter. Es geht nur noch subjektiv um den Glauben. Und Jesus kommt allenfalls als fromme Chiffre am Rand irgendwo mit vor. Aber um den geht es nicht mehr, jedenfalls nicht um Jesus. Es geht um den selbstgemachten Glauben an was auch immer.
Denn Jesus wollen sie nicht, nicht den der Bibel, denn der lebt, der ist Herr, der setzt die Maßstäbe, nach denen auch sie sich dann zu richten hätten, aber nicht richten wollen. So einfach ist die Geschichte. Im Grunde war schon Rudolf Bultmann mit diesem selbstgemachten Glauben an etwas, von dem man überzeugt ist, dass es gar nicht stimmt. Ein Prototyp unserer Zeit, des sogenannten postfaktischen Zeitalters. Ist ja interessant, aber wir sehen, das hat mit Bultmann längst begonnen, das postfaktische Zeitalter. Das heißt, man interessiert sich nicht mehr für Tatsachen. Ob Jesus auferstanden ist oder nicht, darauf kommt es nicht an. Im Grunde ging mir bei der Vorbereitung durch den Kopf, mir ging auf einmal ein Lied, Kinderlied, stand mir vor Augen bzw. im Gehör. Pippi Langstrumpf-Theologie, Pippi Langstrumpf-Denkweise. Ich weiß nicht, ob ihr mit den Kindern oder Enkeln gelegentlich mal Pippi Langstrumpf gesehen habt. Pippi Langstrumpf hatte ihr eigenes Lied. 2 mal 3 macht 4. Wie der Witt, und 3 macht 9. Also 4 und 3 gibt 9. Und 2 mal 3 gibt 4. Ich mach mir die Welt, wie der Witt, wie sie mir gefällt. 3 mal 3 macht 6, wie der Witt. Wer will's von mir lernen? Alle groß und klein lade ich zu mir ein. Könnt alle bei mir in die Schule gehen, 1 mal 1 lernen. Ich habe ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd und jeder, der uns mag, kriegt unser 1 mal 1 gelehrt. 2 mal 3 macht 4 und 3 macht 9. 3 mal 3 macht 6 und so weiter. Hauptgedanke ist, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Fakten interessieren mich nicht im geringsten. Ich ignoriere alle Wirklichkeit und baue mir in meinem Hirn, in meinen Träumen, in meiner Ideologie eine Welt zusammen, wie sie mir in den Kram passt. Nur diese postfaktische Denkweise, diese Pippi-Langstrumpf-Theologie, die sich die Welt unbeeindruckt von Tatsachen zusammenbastelt, die hat ein Problem, nämlich die Tatsachen. Und Tatsachen haben die merkwürdige Eigenschaft, sie bestehen einfach weiter ganz unabhängig von irgendwelchen Ideologen. Wir haben es an der Titanic gesehen. Die Ideologie lautete, die Titanic ist unsinkbar, wissenschaftlich bewiesen. So und so viel Nieten auf so und so viel Meter Stahlblech schlägt die Titanic durch wie ein Pfeil, geht durch wie ein heißes Messer durch eine weiche Butter. Soweit die Theorie, die Ideologie. Aber die Wirklichkeit des Eisbergs war von der Ideologie der Unsinkbarkeit der Titanic vollständig unbeeindruckt. Fakten orientieren sich nicht an Ideologien. Wie Manfred Siebald einst gesungen hat, Gott ist nicht nur da, wenn du es ihm erlaubst. Manche meinen, sie könnten die Wirklichkeit, die göttliche Wirklichkeit verändern, wenn sie einfach die Augen vor ihr verschließen und sie leugnen. Unsere Politiker und Medien tischen uns tagtäglich auf, Deutschland und Europa sind nicht unsicherer geworden. Ideologische Behauptung. Die schweren Straftaten sind zurückgegangen. Fand deshalb der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt nicht statt? Gab es deshalb keine Toten in London, in Stockholm, in Brüssel, in Paris, in Nizza oder in München? Wurde deshalb kein Bombenanschlag auf die Mannschaft von Borussia Dortmund verübt? Wir sehen, Fakten lassen sich von Ideologien in keiner Weise beeindrucken. Die existieren einfach weiter. Die Dinge nehmen ihren Lauf, der Wirklichkeit entsprechend. Eine postfaktische Denkweise, die sich die Welt unbeeindruckt von Tatsachen zusammenbastelt, wie sie mir gefällt, die funktioniert halt nur im Kinderfilm. Die funktioniert nicht im geistlichen Leben, die funktioniert nicht in der Politik. In der wirklichen Welt scheitert diese Ideologie an den Tatsachen. Rudolf Bultmann dachte, ein christlicher Glaube, der im Widerspruch zu den Inhalten des christlichen Glaubens steht, funktioniert trotzdem. Aber so ein Unsinn funktioniert natürlich nicht,
Viele fallen nicht drauf rein, auf diesen Unfug, und deshalb laufen seither die Leute der Kirche, den Kirchen in Scharen davon. Unsere Politik tut ebenso, als könne sie nach Belieben Fakten ignorieren, und seither wandern die Leute scharenweise aus Deutschland aus. Allein im Jahr 2016 haben nach einem Bericht der Welt 4.000 Millionäre Deutschland verlassen in einem einzigen Jahr. Warum? Weil sie wissen, wenn Politiker ein Land regieren, die sich nicht mehr an Fakten, sondern von Ideologien leiten lassen, dann kann nur eins dabei rauskommen: Sie werden dieses Land zerstören. Und bevor dieses Land vollständig zerstört ist, wandern die aus, die es sich leisten können. 4.000 allein 2016. Das sind ungefähr 10-mal so viel pro Jahr wie noch vor ein paar Jahren. Gegen diese Pippi-Langstrumpf-Denkweise und Pippi-Langstrumpf-Theologie eines postfaktischen Glaubens sammelten sich vor gut 50 Jahren viele gläubige Leute. Unter ihnen auch viele gläubige Pfarrer, und ihr Hauptanliegen war es, gegen diesen Unfug zu bekennen: Jesus lebt. Jesus lebt. Christen haben einen Herrn, der lebt, wirklich, faktisch, real. Wir haben einen Herrn, der mächtige, lebendige, kraftvolle Hände hat, und mit denen greift er in unsere Not hinein, nicht nur in unsere Einbildung. Nein, das ist erfahrbar, das ist erlebbar. Jesus lebt, und das ist der zweite Teil unserer heutigen Predigt. Warum ist Ostern so wichtig? Warum ist es so wichtig, dass wir nicht trotzdem, sondern gerade deshalb dran glauben? Nicht obwohl wir wissen, dass Jesus nicht lebt, sondern gerade weil wir wissen, dass er lebt und auferstanden ist. Wenn Jesus lebt, weil Jesus lebt, müssen wir uns von keiner Not unterkriegen lassen. Weil Jesus lebt, müssen wir uns von keiner Not unterkriegen lassen. Egal wie groß sie auch sein mag, denn Jesus ist immer noch größer. Der auferstandene Herr ist immer noch größer. Wenn Jesus tot wäre, was wäre dann unser Glaube wert? Nicht nur im Blick auf unsere Rechtfertigung, auch im Blick auf die Nöte und Herausforderungen des Alltags. Wem sollten wir vertrauen, wenn Jesus tot wäre? Aber Jesus lebt. Und deshalb kommen wir mit unseren Sorgen zu ihm, und wir wissen, er macht es gut. Er führt es zum Besten. So hat er es verheißen. Wenn Jesus tot wäre, welchen Wert hätten dann seine Zusagen und Verheißungen? Gar keine. Für was soll ein Toter einstehen? Für was soll ich einen Toten haftbar machen? Worauf soll ich ihn verpflichten? Aber Jesus lebt. Ihn kann ich auf seine Verheißungen verpflichten. Er ist auferstanden. Und deshalb können wir uns auch heute darauf verlassen, dass er zu seinen Verheißungen steht. Dass unsere Gebete weder an der Zimmerdecke noch an der Kirchendecke hängen bleiben. Sie kommen beim lebendigen Gott an, auch in diesem Gottesdienst, an diesem Morgen. Und deshalb haben wir allen Grund, noch fröhlicher, noch vertrauensvoller und noch zuversichtlicher zu beten, als wir es hoffentlich bisher schon tun. Wenn Jesus tot wäre, dann sähe es um unsere Zukunft schlecht aus. Dann wäre unsere Schuld nicht getilgt. Dann wäre der Tod nicht besiegt. Dann würde ein schreckliches, ewiges Gericht auf uns warten. Aber Jesus lebt. Er hat den Tod besiegt, er hat unsere Schuld getragen, und damit ist unsere Sünde bezahlt, und der Tod hat keine Macht mehr an uns, wenn wir im Vertrauen auf ihn unser Leben ihm übereignet haben. Wenn Jesus tot wäre, dann wäre unser Leben ohne Hoffnung. Vor einigen Jahren führte Idea Spektrum ein Interview mit dem katholischen Theologen Robert Spemann, Philosophen Robert Spemann. Der Journalist fragte ihn: Wie kann man an die Auferstehung eines Toten glauben, ohne den Verstand zu verlieren? Das ist aber die Einfalt des Journalisten, der eben wie Rudolf Bultmann der Meinung war, sein lämmerliches bisschen Verstand sei das Maß aller Dinge. Robert Spemann antwortete: Für mich ist es umgekehrt. Ich wäre eher bedroht, den Verstand zu verlieren, wenn ich keine Auferstehungshoffnung hätte.
Die Apostel haben den Auferstandenen gesehen, mit ihm gesprochen und davon ein zuverlässiges Zeugnis gegeben. Ich verstehe also gar nicht, warum der Auferstehungsglaube gegen die Vernunft sein soll, sagt ein besonders kluger Kopf unseres Volkes. Weil der christliche Glaube Dinge bekennt, die unsere Vernunft übersteigen, meinen viele, er sei unvernünftig. Das ist falsch. Ein kindliches Vertrauen auf Jesus ist nicht unvernünftig, ich sage immer wieder, es ist übervernünftig. Es geht einfach über das hinaus, was unsere 1450 Kubikzentimeter Hirn fassen können. Aber es erkennt und vertraut, dass der lebendige Gott größer ist als unsere 1450 Kubikzentimeter Hirn. Und das zu erkennen und darauf zu vertrauen, ist das Vernünftigste überhaupt. Zum Schluss des Interviews fragte der Journalist: Herr Spähmann, Sie glauben daran, dass Jesus von einer Jungfrau geboren, Wunder getan, nach dem Tod auferstanden ist und Sie mit ihm in Ewigkeit leben werden. Kurzum, Sie haben einen Kinderglauben. Jetzt aber noch den emotionalen Dolchstoß, ja, Kinderglauben. Das ist immer eine ganz beliebte Masche bei Interviews und so weiter. Wenn man den anderen mit Fakten nicht kriegt, dann muss man ihn, wenn irgendwo emotional noch von hinten so diskreditieren. Kinderglauben. Robert Spähmann war überhaupt nicht beeindruckt von dieser Attacke. Wenn Sie so wollen, sagt er gewiss. Ich glaube ungefähr dasselbe, wie ich als Kind geglaubt habe. Nur, dass ich inzwischen mehr darüber nachgedacht habe. Das Nachdenken hat mich am Ende immer im Glauben bestätigt. Wie Robert Spähmann sagte, hätte ich keine Auferstehungshoffnung, dann wäre ich bedroht, den Verstand zu verlieren. Denn liebe Geschwister, wie soll ein Mensch, der denkt, der über sein Leben nachdenkt, der über das heutige Mittagessen hinaus nachdenkt, wie soll ein solcher Mensch leben, wenn er Tag für Tag den Tod auf sich zukommen sieht? Wenn er weiß, ich kann machen, was ich will, ich kann rennen, so schnell ich will, irgendwann kriegt er mich. Es gibt kein Entrinnen. Ein solcher Mensch muss doch verrückt werden. Und damit sie das nicht tun, verdrängen viele Menschen den Tod. Auch das ist so ein postfaktisches Bibi-Langstrumpf-Denken. Wir sehen, das Bibi-Langstrumpf-Denken gibt schon seit Generationen. Jeder weiß, dass der Tod eines Tages zuschlagen wird. Es hilft nichts, diese Tatsache zu ignorieren. Ich habe noch keinen gesehen, der seit 500 Jahren lebt, nur weil er daran glaubt, dass der Tod ihn nicht erwischt. Die Fakten haben ihre eigene Macht. Andere versuchen, sich mit dem Tod anzufreunden, eine ganz neue Masche. Ich glaube, die ist noch relativ jung. Aber das ist noch absurder. Wer mir nach dem Leben trachtet, der kann doch niemals mein Freund sein. Ich kann es drehen und wenden und schönreden, wie ich will. Wer mir nach dem Leben trachtet, kann niemals mein Freund sein. Aber Jesus lebt. Deshalb ist das Leben der Christen voller Hoffnung. Und deshalb sollten so viele Menschen begreifen, dass sie keinen besseren Freund finden können als Jesus. Denn wer mir das Leben schenkt, umsonst und sichert bis in Ewigkeit, wenn das kein Freund ist, wer dann? Christen müssen sich die Wirklichkeiten nicht wider besseres Wissen zurechtbiegen. Nein, Christen dürfen sich der Wirklichkeit im kindlichen Vertrauen auf Jesus stellen. Auch und gerade dann, wenn Alter und Krankheit uns zeigen, dass unser Leben hier auf dieser Erde ein Ende hat. Und das vielleicht nicht erst in 30 oder in 50 Jahren, sondern vielleicht schon in 10 oder 5 oder in einem Jahr. Den Schmerz der Krankheit, den Schmerz nicht mehr so zu können wie früher, den Schmerz abnehmender Kräfte, auch den Schmerz des Abschiednehmen müssen es. Und vieles andere mehr nimmt uns das nicht. Der Feind, der Tod bleibt ein Feind, der uns wehtun kann und der uns wehtut. Da gibt es nichts schön zu reden. Aber er kann uns nicht besiegen. Er kann uns die Hoffnung nicht rauben.
Trotz und auch angesichts des Todes können wir fröhlich singen, Jesus lebt, mit ihm auch ich, Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Und schließlich und endlich, liebe Geschwister, wenn Jesus tot wäre, wo bliebe unsere Lebensfreude? Tiefe, echte, unbekümmerte Lebensfreude. Ich muss immer wieder denken, wie arm sind die Menschen dran, die diese Hoffnung und Lebensfreude in Jesus nicht haben. Die sind täglich gehetzt vom Bemühen, in ihr kurzes bisschen Leben die Erfüllung all ihrer Wünsche hineinzupacken. Wenn ich versuchen müsste, die Erfüllung all meiner Wünsche in dieses kurze Leben hineinzupacken, ich käme ja vor Stress gar nicht mehr zurecht. Und deshalb reden wir ja längst nicht mehr nur vom Berufs-, sondern längst auch vom Freizeitstress. Früher kannte der Mensch das normalerweise nicht, außer vielleicht die High Society. Der normale Mensch war damit beschäftigt, zu überleben, jeden Tag sich und seine Familie ernähren zu können. Aber heute will der Mensch vor allem sein Leben genießen, ja, nichts verpassen. Denn heute muss ich mitnehmen, was ich auch irgendwie nur kriegen kann. Morgen könnte es zu spät sein. Vergnügungsstress. Aber Jesus lebt. Ich brauche keinen Vergnügungsstress. Mich erfüllt es mit Begeisterung, dass ich weiß, die Ewigkeit wartet auf mich. Und mit diesem Wissen können wir jeden Tag viel intensiver und entspannter leben. Ich muss diesem kurzen Leben nicht die Erfüllung all meiner Wünsche abbringen. Wünsche habe ich auch genug. Ich fange gar nicht erst mit Aufzählen an, sonst wird es lang. Wünsche habe ich auch genug. Viele Wünsche, die sich in diesem Leben nie erfüllen werden. Und obwohl ich das weiß, kann ich mich an jedem Tag von Herzen freuen. Mir fehlt nichts. Denn ich weiß, in der Ewigkeit wird es noch viel schöner sein, als ich mir es überhaupt vorstellen kann. Wo diese Hoffnung, wo diese Gewissheit ist, da ist Freude. Freude über das, was wir heute schon an Jesus haben. Freude über das, was Jesus in diesem Leben noch an Segen und Freude für uns vorbereitet hat. Und Freude auf das, was kommt in der Ewigkeit bei ihm. Jesus lebt. Das ist für jeden, der auf diese Tatsache baut, ein felsenfestes Fundament. Und deshalb lasst uns unser Leben noch viel fröhlicher auf diese Tatsache bauen. Jesus lebt. Amen.